Das ist jetzt eine alte Schusterwerkstatt. Wo kommt denn die jetzt her? Auch aus dem Odenwald, aus Scheringen, Ortsteil von Limbach. Der Wilhelm Roos stammte aus Robern, hat dort Schuhmacherwerkstatt betrieben bis in die Ende 90er Jahren. Und wir haben das Glück gehabt, diese Schuhmacherwerkstatt zu übernehmen. Das ist insofern ja unglaublich, weil ich glaube, es gibt zum einen kaum noch Schuster heutzutage und kein Mensch bringt seine Schuhe zum Schuster, sondern man wirft sie, glaube ich, gleich weg. Das war anders. Ja, früher wurden die Schuhe gemacht vom Schuhmacher, also ein neues Schuhwerk. Nicht nur repariert, das war natürlich auch wesentlich, aber er hat ja die Schuhe gemacht und dann haben wir hier alle möglichen Größen von Leisten und insofern war das Hauptgeschäft war Fertigen von neuen Schuhen. Aha, gar nicht unbedingt das Reparieren. Das kam dann irgendwann dazu, aber früher hat man natürlich auch, wie das so war, bei den Bauern auf dem Land, auch die Kinder, die haben natürlich Schuhe gehabt, die genagelt waren, deswegen war die Reparatur auch nicht so oft notwendig. Und wie ich als Kind erinnere ich mich noch sehr gut, wenn man in die Kirche lief, und es gab zu meiner Zeit auch noch Kinder, die so genagelte Schuhe hatten, wenn die in die Kirche liefen, hat es klack, 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 klack gemacht. Dann haben wir gesagt, aha, der hat genagelte Schuhe. Was habt ihr da für Maschinen, also wenn du das von der Ferne sagen gut. kannst? Wir haben Nähmaschinen, die Ledernähmaschine. Ne? Wir haben hier jetzt eine Lederpresse, hat der Schuhmacher gehabt, um Leder dann wieder zu pressen. Lederwalze gab es noch und auch Nietmaschine, also zum Nieten reinhauen. Ja, das Wesentliche ist natürlich sein Schemel und sein Arbeitstisch mit den Ahlen und allem, das was er hatte. Viele haben ja keine Nägel genommen und das geht auch nicht, sondern mit Holznägel wurde gearbeitet. Und das sieht man auch hier, denn der Holznagel, der, wenn er feucht wird, quillt er und hält. Ein Eisennagel würde rosten und dann bricht das Ganze auseinander. Deswegen ist es ganz wesentlich, dass mit Holznägeln die Schuhe bearbeitet wurden. Und wir haben später dann auch immer wieder mal beim Tag der offenen Tür einen Schuhmacher hier gehabt, der hier gearbeitet hat, der mal demonstriert hat, wie das so früher war, gerade speziell mit den Holznägeln. Ne? Und er hat immer auch einen Kippstock gehabt, ein Leder drauf gespannt, dann durfte man seinen Holznagel reinschlagen. Und das weiß ich noch, er hat immer gesagt, mit einem Schlag muss er drin sein. Wenn man zweimal drauf schlägt, bricht er. Und so war es auch. Ne? Und das ist eine echte Kunst. Okay, verstehe. Und jetzt frage ich mich aber natürlich bei all dem groben Werkzeug, was da zu sehen ist, da ist noch eine relativ eine sehr dünn aussehende Glasflasche. Was macht der Schuster damit? So ein schönes Licht hat er oft früher nicht gehabt. Das waren kleine Fenster, manchmal auch wirklich Dachfenster, wenn er unterm Dach seine Werkstatt hatte. Und mit dieser Glaskugel, die wurde gefüllt mit Wasser, konnte er das Licht des kleinen Fensters an seinen Arbeitstisch verstärken. Er hat also dadurch mehr gesehen. Ist der Schuster, der Alte von Scheringen, ist der jemals hier gewesen und hat es nochmal angeguckt? Der war noch da. Der hat dann zuletzt im Altersheim gewohnt. Ne? Und die Töchter haben ihn dann, wie wir hier das eingerichtet haben, hatten dann mal hierher gebracht. Und er hat wirklich aufgelebt. Meine Schuhmacherwerkstatt hier im Museum. Toll, ne?